Auch heute in dem Video gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Der Kommentar mit den meisten Likes nach einer Woche kriegt, weil es zur Location passt, von uns 4 Tickets für die PSDs nächstes Jahr, 2. bis 4. Juli. Wir sind nämlich mal wieder auf dem Messegelände und genau hier wird nächstes Jahr die große Messe stattfinden, hoffentlich. Deswegen ballert wieder die Kommentare voll, lasst euch was Interessantes einfallen. Kommentar mit den meisten Likes kriegt von uns 4 Tickets für die große Messe nächstes Jahr. Heute stellen wir euch Renés Traumkarosse vor. Ja, definitiv. Wir haben Nico und Leon dabei. Ein wunderschön. Die beiden Herrschaften haben als Azubi-Projekt diesen krassen Golf 7 GTE High Racer gebaut. Genau. Erzählt doch mal in ein, zwei Worten einfach, was ihr euch dabei gedacht habt. Nee, wir fangen anders an. Also ihr habt wirklich als Azubi-Projekt dieses Auto gebaut. Genau. Man muss dazu sagen, VGRD, ich kann mir die Abkürzung mal nicht merken. Wie viele Azubis wart ihr? Wie seid ihr dazu gekommen? Erklärt mal so ein bisschen, was euer Gedankengang war und so weiter. Also es wurde ausgeschrieben, dass ein Auto gesucht wird für den Wörthersee, weil die Werks-Azubis bauen ja jedes Jahr ein Auto dafür. Mhm. Nur halt wir nicht, weil wir kommen halt von den Werkstätten dann. Mhm. Und das wollten wir auch machen, da wollten wir mit. Und dann haben wir uns da beworben. Wir waren am Ende 13 Azubis. Mhm. Davon 7 im Handwerk und die anderen waren dann kaufmännisch und haben sich halt um das andere Zeug gekümmert. Das heißt, ihr seid eine Tochterfirma von VW? Genau. Von der AG, korrekt. Okay, cool. So, und dann habt ihr euch gesagt, wir nehmen 7er GTE und bauen was Krasses. Genau. Ja, das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Als wir vorhin reinkamen, war zumindest so ein Wow-Effekt war definitiv da. Wir fangen mal an. So, was relativ schnell auffällt, Auto ist breiter. Genau. 80 mm, um genau zu sein. Pro Seite oder in Summe? Insgesamt. Mhm. Und das Ganze ist ein TCR-Kit oder was ist das? Das ist von Oettinger, das ist halt ein straßenzugelassenes Rennsport-Kit, würde ich fast sagen. Mhm. Also das kann man so kaufen. Gibt es das auch für einen Zweitürer oder nur für einen Viertürer? Soweit ich weiß, nur für einen Viertürer, dadurch, die durch den Rennsport halt nur Viertürer-Karossen benutzt werden. Pech gehabt. Kann man alles umbauen. Somit für René schon mal hinfällig. Nein, okay, krass. Und das ist aber das GFK, ne? Genau, alles GFK. Krass. Wie habt ihr das so mit der... Also als erstes muss ich wirklich selber sagen, weil wir ja karosseriebaumäßig auch immer viel machen, das passt schon gut, ne? Muss man schon einfach mal so sagen. Weil viele, ich sag jetzt mal vorsichtig, fuschen sich das am Ende zurecht, indem sie einfach eine schöne Karosserienaht draufsetzen. Ne? Ja, das wollten wir nicht. Schön einmal mit, weil dann ist jede Kante schön, aber das ist wirklich, wenn man da so längs rüber guckt. Wir haben es geschliffen. Ja, wahrscheinlich stundenlang geschliffen, ne? Ja. Geschliffen, geguckt, wieder runtergenommen, geschliffen. Ging bestimmt einen halben Tag so. Mhm. Okay, krass. Ist das jetzt geklebt, geschraubt? Es ist geklebt. Also wir haben unten den Radlauf ausgetrennt, so ungefähr hier, ne, würde ich sagen. Haben den zusammengeschweißt, lackiert und dann haben wir das Ding drüber geklebt. Ah, okay, verstehe. Das heißt, innen und außen Radlauf im Blech zusammengeschweißt genau. Und dann dieses Teil angesetzt. Genau, und drin ist auch noch eine Radhausschale, extra angefertigt, auch von Oettinger, damit das halt alles seine Dichtigkeit hat. Hat der Original, der Golf 7, schon diese Filzradhausschalen oder hat der noch richtige Kunststoffradhausschalen? Der hat noch Filzradhausschalen. Die haben wir alle rausgeschmissen und halt gegen dieses GFK-Zeug ausgetauscht. Oh, okay. Auch nicht so einfach. Eine Radhausschale ist ja sonst immer so relativ flexibel. Ja, ja. Das war echt ein Krampf. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal direkt von Anfang an cool. Das ist auch unsere Absichten von diesem Video so ein bisschen. Weil ich feiere das auf jeden Fall total, so ein Azubi-Projekt durchzuziehen. Weil es ist halt wirklich schon, muss man einfach sagen, ein bisschen mehr als einfach nur ein Projekt. Ne? Genau. So, ne? Weil, ja. Manche bezeichnen ja Azubi-Projekt ein bisschen Folie auf ein Auto und fertig. Aber das ist ja eigentlich schon so, wo wir eigentlich herkommen. Das ist halt noch so richtiges Tuning. Ne? Ja. Der eine oder andere wird jetzt sagen, Breitbau gefällt mir nicht. Aber alleine so der Blick hier vorne auf diesen eckigen Kotflügel ist schon geil. Vor allem, das heißt auch hier originaler Blechkotflügel? Nein, mit GFK. Der kam im Ganzen. Okay. Also der ganze Kotflügel ist eins. Was halt mega beschissen ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf, weil wir halt diese ganzen Kanten hier, das hat alles nicht gepasst. Also da haben wir wirklich stundenlang geschliffen, dann hat das vorne hier nicht gepasst, da ist auch noch verschraubt, die Löcher haben nicht gepasst. Also wir haben uns Halter anfertigen lassen oder angefertigt selber, dass es alles passt. Wo kommt bei euch diese, ich sag jetzt mal, Perfektion her? Weil normalerweise ist es ja so Azubi, erste Projekt, erste Auto, ne? Da muss der Scheinwerfer einfach nur drin sitzen, fertig. Also aber das klingt ja bei euch schon so ein bisschen so, dass das halt schon akkurat und cool aussehen musste. Also ich glaube, das kommt auch viel vom Privaten, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ganz wichtig ist halt auch, ich denke halt immer daran, dass es ein Kundenfahrzeug sein könnte. Und da geben wir auch immer 100%, weil wenn ich als Kunde jetzt irgendwo hinkomme und sehe, ey, das passt nicht, dann gehe ich woanders hin. Und genau das wollten wir halt auch perfektionieren, dass man auch, wenn man nah rangeht, sieht, hey, das ist alles 100% fachmännisch. Ja, das ist euch auf jeden Fall schon mal
Es passt jedes Spaltmaß. Genau. Ich will aber auch sagen, dass das durch die Zeit kam. Ne? Ich meine, wir sind ja in ganz Deutschland, kommen wir dann nach München oder sind nach München gekommen. Wir sind 6 Stunden gefahren. Und wenn man dann da ist, möchte man auch die Arbeit, die man macht, vernünftig abliefern. Ne? Weil ihr beiden kommt ja ursprünglich aus Hannover. Genau. Das heißt, eures, ich sag mal, das Unternehmen hat mehrere Autohäuser, mehrere Standpunkte deutschlandweit? Deutschlandweit und ich glaube sogar auch über die Grenzen hinaus, soweit ich das so grob irgendwie... Und dann habt ihr von jedem Autohaus, kamen ein paar Azubis zusammen auf einen Haufen und dann habt ihr mit 13 Leuten das Auto gebaut. Wir hatten welche aus Stuttgart, wir sind aus Hannover gekommen, dann kamen welche aus Berlin und München waren auch noch welche. München hat das alles halt hauptsächlich stattgefunden. Da hatten wir halt auch den Platz und wir kamen von überall. Manche sind sogar mit dem Flugzeug gekommen, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Ist halt günstiger, ne? Mhm. Anstatt Leihwagen jetzt übers, über die ganze Woche. Okay, ja, stelle ich mir auf jeden Fall interessant vor, mit 13 Jungs in dem Alter so ein Auto dann zu bauen, weil es hat ja schon jeder seine eigenen Ideen. Jungs und Mädchen. Muss Mädchen auch dabei. Ja. Das waren wahrscheinlich die Geduld hatten, eine Stunde lang zu schleifen. Weil wenn 13 Leute eigene Ideen haben, ist es natürlich schwer immer, dass das Auto nicht vorne so, hinten so aussieht, ne? Sondern schon ein Konzept am Ende ist. Ne? Das war das Problem, dieses Einigen. Ne? Viele wollten dann, weiß nicht, ganz wilde Sachen machen, hier Türen zuschweißen, blablabla. Türen? Ja, die wollten halt aus dem Viertürer den Zweitürer machen. Die Idee ist ja gar nicht schlecht, aber sind wir mal ehrlich, wie viel Arbeitsaufwand ist das? Und außerdem sehen die Türen dann vorne viel zu kurz aus. Ja, stimmt ja, schon. Deswegen ja. haben wir gesagt, komm, manche Sachen... Hat dann ein bisschen auch der Arbeitgeber eingegriffen? Hey, Jungs. Das ist immer, man merkt das immer nur, wenn man selber mal einen Viertürer fährt, dass beim Zweitürer tatsächlich die Tür ein paar länger ist. Ja, beim Parken, Aussteigen, dies und das. Okay, cool. Okay, also Basis 7er GTE. Genau. Hat, glaube ich, 200 PS in der Serie. Ne? Genau. Hybrid mit, was ist da drin? 1,4er Benzinmotor? 1,6er? Genau. 1,4er. Der ist original geblieben oder auch gemacht? Nur Software. Nur Software, okay. Und ein bisschen Auspuffanlage und so weiter. Und genau sowas, ja, Downpipe, sowas halt. Mhm. So. Die Basics, würde ich sagen. Ja, also auch das Heck, das ist schon breit. Ausgestellt. Auch mit dem Diffusor drunter. Genau. Das ist ganz interessant, das ist ja eigentlich alles noch original Stoßstange, ne? Also komplett. Das einzige Teil, was dazu kommt, ist das hier. Das hier, ne? Komplett. Die finden normalerweise... Und hier sieht man es ein bisschen. Genau, genau. Das ist einfach nur so draufgeklebt wie beim Spoiler. Also da ist ja auch der Serien-Spoiler drunter. Ist halt eigentlich ewig einfach, aber halt zum Anpassen extrem beschissen. Die finden, normalerweise hat er nur 2 serienmäßig. Und die Abgasanlage ist ja wie serienmäßig auch rechts und links. Das haben wir auch alles geändert. Weil wir wollten halt so ein bisschen noch, so ein bisschen nicht Unruhe reinbringen, sondern was Besonderes. Nochmal so einen eigenen Ton setzen. Komm, wir machen zwei Auspuff-Endrohre in der Mitte. So Golf 5 R32 genau, mäßig, ne? Genau, dass wir halt so ein bisschen alles zusammengelegt haben. Und ich finde es auch mit mehr Finn besser. Also es wirkt auch viel besser. Ja klar, sieht richtig sportig aus. Man muss jetzt dazu sagen, dass natürlich viel von dem Auto bei der Grundfarbe natürlich so ein bisschen untergeht. Ne? Ja. Ich sag mal, wenn das Auto jetzt wahrscheinlich so weiß oder so gewesen wäre von der Grundfarbe, wird das noch rennsportmäßiger aussehen als dieser Metallic-Farbton jetzt in dieses Grau. Denke ich auch. Aber das war halt auch wieder so eine Abstimmungssache und sind wir mal ehrlich, dann kamen irgendwann Farbtöne, die waren 2 Nuancen dunkler. Ja, nee. Und dafür brauchst du jetzt kein Geld in die Hand, um den dann zu lackieren. Das ist der Originalfarbton? Das ist der Originalfarbton, so kam er. Die Folie ist nun halt ansonsten Originalfarbton. Mhm. Okay, was haben wir hier oben drin? Das ist die 3. Bremsleuchte vom Arteon. Das ist Leons Spezialgebiet. Die hat er ja hauptsächlich im Alleingang fast komplett angepasst. Halt ausgefräst, ne, die alte Bremsleuchte rausgenommen, die Spalten größer gemacht, geguckt, ob das irgendwie passt. Leicht gebogen. Dieser Spoiler hier ist original. Das ist der originale, genau. Okay, und das heißt, normalerweise ist hier nur in der Mitte ein Bremslicht? Genau, diese kleine, die man halt vom Golf 7 kennt. Und das habt ihr komplett auf die ganze Breite aufgemacht? Aufgeschnitten, und reingepackt, zugeklebt. Dann war eine LED kaputt. Ist das nicht die gleiche wie JP auch am Momentum hinten dran? Nee, ich glaube, der hat die vom Audi. Weil das ist jetzt ja ein Arteon. Ich glaube A8. A8 oder sowas, okay. Ja. Ja, stimmt, die ist für den X-Bow ein bisschen zugebogen wahrscheinlich, ne? Ja, das okay, auch krass. Dafür eigentlich viel zu gebogen. Ne? Das also war halt auch nochmal so ein Aspekt, dass du halt alles anpassen musst. Es hat von vorne hinten nicht gepasst. Also es ist schon richtig, richtig Karosseriebau hier drin. Ne? Ja. Was für heutzutage ja eigentlich gerade in der Ausbildung relativ selten geworden ist. Weil ja, man sagt ja immer so Teiletauscher so ungefähr. Ne? Unfallschaden, neue Stoßstangen ran, weiter geht's. Das ist ja genau das Gegenstück eigentlich dazu. Ne? Ich habe das noch nie gemacht. Ne? Also es war einfach mal drauf los. Learning by doing. So sieht das aus. Geil. Ja, dafür ist wirklich gut aus. Und das gehört auch zum Oettinger-Kit dann dazu. Genau, genau. Aber zum anderen. Also es gibt ja 2 unterschiedliche. Wir haben uns dann für den, ich glaube, R500 heißt es, entschieden. Genau.
das war erst so gar nicht möglich, dann haben wir es mit Biegen und Brechen doch hingekriegt. Weil normalerweise wäre der Spoiler so ein typischer GT-Spoiler, halt der hier gerade und so. Wir wollten aber den, weil es stimmiger ist. TCR Street hieß der dann. Ja, ich glaube. Okay. Und Folie ist ja heutzutage immer eigentlich typisch, dass die Leute gerne folieren. Genau. Was hat das mit dem Foliendesign auf sich? Also wir haben, wenn man es oben im Dach jetzt sieht, haben wir überall hier so Schaltkreise drin oder so Andeutungen zumindest zu Schaltkreisen. Stimmt, ja, auf dem Dach sieht man es mehr. Genau, das soll halt so ein bisschen andeuten, also dieses Hybrid. Das wollten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen verewigen im Fahrzeug. Das haben wir aber auch überall Folie unter Folie hier. Mhm. Also wir haben überall so ein paar Segmente von diesen Schaltkreisen noch mit eingebracht. Und auch so ein sehr elektronisches Design, hätte ich fast gesagt. Ne? Mhm. Also so wie man es halt kennt. Damit, um das halt alles noch mal so ein bisschen zu unterstreichen. Dann natürlich die Farben aufgegriffen, ne? Vom GTE, das Blau. Ja. Passt halt perfekt zu dem Grau. High Racer kommt auch von Hybrid und Racer. Genau. Bremsanlage ist definitiv auch nicht original GTE, ne? Nee. Das ist vorne vom TTRS, hinten vom Passat. Mhm. Also das Größte, was man so kriegen kann aus dem Konzern. Mhm. Weil wir halt der Schwerpunkt lag halt darauf, Konzernteile zu benutzen. Ja, ja. Klar konnten wir halt auch Aftermarket-Parts benutzen, hier wie zum Beispiel von Oettinger. Aber die stehen ja auch immer zu einer Kooperation. Ne? Wie ist das? Habt ihr da vom Konzern aus auch Unterstützung bekommen, richtig? Oder war das eher ein Kampf, immer Teile zu kriegen? Es ist halt schwierig. Wir kommen ja nicht aus dem Werk. Wir kommen ja halt von dieser Retail Group. Und da war es halt so ein bisschen nahe Kosten und da müssen wir sparen. Deswegen haben wir dann später gesagt, komm, damit wir uns irgendwas leisten können noch, was im Budget drin ist, teilen wir uns ein Zimmer von 3 Quadratmetern. Das halt für das Auto auch. Das ist halt nochmal so ein bisschen unterstreicht, dass es halt uns auch was wert war. Ne? Aber man muss schon sagen, dass es trotzdem von eurem, ich sag jetzt mal, Arbeitgeber schon in Summe auf jeden Fall eine fette Nummer war. Ne? Ja, auf jeden Fall. So als Hui-Projekt so ein Ding zu bauen, ist ja auch irgendwie was fürs Leben. Ne? Weil wenn du jetzt einmal sowas gebaut hast, bin ich der Meinung, steht man auch ganz anders im Leben und denkt über so Tuning anders nach. Ne? Weil es ist ja definitiv richtig, richtig Tuning, was ihr da gemacht habt. Ne? Vor allem, weil wir jeden Schritt von Anfang bis Ende verfolgt haben. Es war nicht so, dass wir mal eine Woche nicht da waren, sondern wir waren immer da. Mhm. Wie lange habt ihr in Summe gebraucht? Ich glaube, es waren 7 Wochen oder 8 Wochen. 7, ne? Wir sind ja so noch ein paar Mal unterwegs gewesen, auch in Wolfsburg. Ja, hier sieht man es auch schön mit den. Genau. Die Haube, das war eigentlich ursprünglich gar nicht geplant. Die Haube sah aber so leer aus noch. Dann sagen wir, komm, dann machen wir noch ein bisschen dezent hier, ein bisschen dezent da. Wie war das mit dem Thema Elektro-Tuning? War das theoretisch eigentlich für euch auch im Gespräch? Bestimmt, das, oder? Das war geplant, ja. Aber wir haben halt, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen hundertprozentig akkurat sind, aber bei 1% mehr Leistung für den Elektromotor sind wir bei 40% mehr Wärmeentwicklung. Mhm. Und das konnten wir halt absolut nicht. Ah, krass, okay. Wie will man dann sonst diese ganzen, wir haben überlegt, hier Abschirmbleche, Ableitbleche für die Wärme und extra Kühle, aber das hätte dann den Rahmen gesprengt und diese 3% mehr. Mhm. Das ist dann das Gesellenprojekt nach dem Azubi-Projekt wahrscheinlich dann, ne? Ja. Die Leuchten unten drin, diese C-Leuchten, die sind aber nicht normalerweise immer drin, ne? Die sind beim GTE serienmäßig, aber die gibt's. Aber GTE, okay. Ja. Genau, die gibt's aber im Bodykit nicht. Die haben wir auch extra eingefräst. Das ist halt alles richtig. Also das sollte so aussehen, als könnte das Auto im Verkaufsraum stehen und man könnte den so kaufen. Mhm. Also okay. Halt möglichst originalgetreu. Und die Stoßstange gehört dann auch komplett mit zum Bodykit? Genau, die gehört komplett mit zum Bodykit. Das ist auch ein Teil gewesen. Das war auch ein mega Akt, vor allem dieses Gitter hier. Normalerweise hat man ja, man kennt es ja aus dem 7, da hat man hier diese Lamellen drin. Genau. Ne? So aus Kunststoff und da ist die Abschleppöse, blablabla. Da ist sie, glaube ich, da drin. Deswegen hatten wir das Problem mit dem Radar. Das Radar war viel zu weit hinten, weil die Stoßstange, ich glaube, ein gutes Stück, 3-4 Zentimeter nach vorne gekommen ist, konnte das Radar nichts mehr erfassen. Das heißt, wir mussten das nach vorne legen, richtig programmieren und dann haben wir hier aus dem 3D-Drucker noch so einen Rahmen rumgedruckt, dass das halt auch wieder original aussieht. Und jetzt funktioniert alles? Jetzt funktioniert alles tadellos. Straßenzulassung? Straßenzulassung. Relativ stressfrei oder so? Stressfrei, hundertprozentig TÜV-konform. So ein Konzern-TÜV. Nee, komplett, also war richtig beim TÜV. Cool. Solche Vorteile hatten wir dann nicht. Dann kannst du wirklich anbauen, René, es geht. Ja. Wie gesagt, anpassen ist ein Akt, aber es lohnt sich ja, wie man sieht, ne? Ja, ja, klar. Vor allem, wer weiß, wie viele Leute das Kit so nehmen würden, ran und fertig, ne? Das ist halt so eine gewisse Herausforderung. Also ich denke, man kann sich damit schon gut brüsten, dass man sagt, alles klar, hey, ich habe eine dicke Karre und dieses Bodykit auch selber angepasst. Mhm. Ja? Ich sehe hier durchs Fenster auf jeden Fall, dass hier drin auch was passiert ist. Genau. Wir haben das ganze Fahrzeug von innen besatteln lassen mit Alcantara, blauen Nähten, alles halt im GTE-Look. Haben halt auch noch die Zierleisten alle anfertigen lassen, auch mit dem Hi-Racer-Logo drin. Alles von Night Factor. Blau, okay. Ja, dann gehen wir mal nach vorne an die Zierleuchten, das ist das Motorsport-Flashen. Was man halt kennt, wenn man hinter einem ist, hey, ich bin schneller als du oder ich bin überrundet oder was auch immer, dann flasht man den, oder ein Überholsignal zu geben und das haben wir halt mit den Zierlichtern. Muss man eine Zündung für anmachen, oder geht das? Zündung an und dann. Ja, krass. Lenkrad? Lenkrad, ja. Serienmäßig von, also Serienlenkrad mit den R8-Tasten und auch beledert, also besattelt.
war uns halt wichtig, dass wir das Serienlenkrad nutzen, aber das sah irgendwie so leer aus. Und mit den Tasten vom R8 kam halt natürlich mega geil. Passt auch alles sehr, sehr gut rein, lässt sich auch alles programmieren, codieren. Mhm. Also sind die Konzerne schon relativ kompatibel miteinander, würde ich fast Baukasten sagen. Baukasten im Prinzip so, ne? Genau. Das passt alles irgendwie. Mittelbahn ist auch original so beim GTE, ne? Genau, die Sitze sind aber aus dem Scirocco, aus dem R, glaube ich, ne? Mhm. Ja, genau. Wollten halt das Muster wieder mit aufgreifen, wie es beim Original war. Cool. Ja, jetzt sehe ich's. Okay, das heißt, im Rennsport, wenn man einen überholt oder so, kann man hier einmal fünfmal blinken genau, lassen, ne? Entweder genau. Als Warnsignal oder als, also nicht Aufmerksamkeit geben. Mhm. Ja, und noch ein Überrollbügel. Ja, war auch wichtig für die Optik. Und da wir halt auch mal auf die Strecke wollten mit der Kiste, dachten wir, komm, muss auch sein, weil man muss eigentlich immer mit schlimmen Sachen rechnen, leider. Aber ist auch stimmig. Auch alles in Farbe vom GTE dann. Und unten finde ich das auch ganz geil mit den ganzen so Clubsportmäßig, ja. Genau. Das gibt halt nochmal so ein extra Feeling. Wart ihr mal auf der Strecke damit? Wir nicht, aber... die Kollegen waren aus der technischen Entwicklung auf dieser Teststrecke. Die sind mal eine Runde gefahren. Also ich muss sagen, auf jeden Fall gut, ne? Ich feiere das Ding, ja. Ja, ich finde es richtig. Habt ihr auf jeden Fall gut gemacht. Könnt ihr euch mit blicken lassen mit dem Ding auf jeden Fall. Schade, dass Wörthersee dieses Jahr nicht geklappt hat, ne? Ja, sehe ich auch so. Aber nächstes Jahr vielleicht, ne? Ich würde sagen, so viel erstmal zur Basis. Jetzt schmeißen wir beide uns herein und fahren mal einmal. Das ist nämlich auch mein erstes Mal GTE auf jeden Fall. Meins auch. Bin ich so auch noch nicht gefahren. Wie ist das? Man fährt ganz normal und irgendwann geht der Motor an? Genau. Man merkt es. Man je mehr Gas man gibt, je eher geht er an? Oder wie man ist hat eine nahtlose Beschleunigung einfach. Egal was man macht, es ist immer krass. Kann der Akku da auch leer sein und man fährt Dauerbenziner? Ja. Oder lädt er sich automatisch Dauerbenziner auf? Das kann man auch einstellen im Display. Okay. Ob man quasi rekuperieren möchte oder was auch immer. Ja, ich würde sagen, einsteigen, Abfahrt. Lenkrad? Krass, was das immer so ausmacht, ne? Wenn man nur diese paar Knöpfe hier unten dran hat. Ne? Ist gleich sportlicher. Sieht gleich ganz anders aus. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir fahren erstmal im Elektromodus. So ein bisschen wie Autoscooter, ne? Pellt sogar kurz an, das Ding hier. So, also wir würden jetzt noch 8 Kilometer scheinbar auf Elektro kommen. Das wird aber wahrscheinlich auch extrem davon abhängig sein, wie wir fahren. Ja, ist ein bisschen anders als im Taycan. Boah, man kann das Ding tatsächlich als Vollelektro fahren. An dieses Anspulen muss man sich gewöhnen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, das ist definitiv ganz witzig. Aber jetzt bin ich eher mal gespannt, wenn wir jetzt vom Modus her wechseln. Gegenüber dem ganz normalen Hybridmodus. Wie sich das dann so verhält. Wobei, warte mal, ich glaube, lass uns mal Folgendes machen. Wir haben ja unsere Driftbox dabei. Ich würde sagen, solange wir noch ein bisschen Akku haben, versuchen wir mal auf Akku eine 0-100 zu fahren. Mhm. Jetzt muss man noch mal dazu sagen, das Ding hat hier 250 PS Systemleistung, beides zusammen. Serie 200, also hier haben sie 50 PS mehr rausgeholt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel PS Hybrid, also wie viel Benziner und wie viel Elektro ist, ne? Aber wir testen das einfach mal. So, also wir sind jetzt voll Elektromodus, ohne Launch Control, ohne alles. Los. Oh, der pellt da tatsächlich kurz an. Er zeigt da 100%, das ist quasi alles, was kommt an Boost. 80, 90, und jetzt haben wir 100. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht getippt. So, und jetzt gehen wir auf jeden Fall mal in den Hybridmodus und gucken uns mal an, wie das Ding so rüberfährt. Aber du glaubst doch nicht, dass er bis da hinten... Nein, nein, ich wollte jetzt nur einmal losfahren und mal gucken. Guck, wir fahren Elektro an. Alter. Dann geht der Motor an. Also der Übergang ist auf jeden Fall schon mal... Wenn ich da in die Spiegelung von der Halle gucke, gefällt dir, wird mir ganz warm, ja. Alle Helferlein aus, wir machen mal keine Launch Control und nix, sondern einfach nur Vollgas. Guck da, jetzt geht der Motor an. 80. 100. Ja, krass.
6,9 Sekunden als Hybrid mit den 250 PS, haben wir ja gar nicht so schlecht getippt. Ist das und gut? Als Vollelektro 15 Sekunden, da sieht man aber schon den Unterschied. Ne? Mhm. Was auf jeden Fall extrem cool ist, das müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal einmal zeigen, ist der Übergang zwischen Elektro und hier oben zeigt er die Elektropower an. Ne? Und dann, also der Übergang zwischen ich gehe vom Gas, er fährt als Elektro an und der Benzinmotor geht an. Elektro, Benzin. So, also er schafft es tatsächlich mit dem Elektro anzudrehen, macht dann dabei den Benzinmotor an und wenn der Benzinmotor dann volle Leistung hat, also voll im Saft steht, dann geht er weiter. Was haben wir noch? So. So. Wir fahren los als Elektro, jetzt geht der Benzinmotor an. Das war jetzt eine 7,8, das liegt jetzt daran, ich bin der Meinung, dass jetzt gerade schon der Akkulader leer ist. Mhm. Also das Auto stand heute schon zu lange rum, wir sind jetzt hier bei 0 Kilometer und ich sehe jetzt, dass quasi beim eigentlichen Fahren der Boost gar nicht mehr voll da ist, weil die Power runtergeht. Und jetzt hat er kurz und jetzt ist die Power schon weg. Ja. Schon wird es weniger. Und dann wird es auch. Langsamer, 8,5. Ja, krass. Okay, ja, das heißt, wir werden hier ungefähr so im 6-Sekunden-Bereich fahren. Mhm. Und jetzt merkt man schon von Lauf zu Lauf, wie auch wirklich schwächer wird. Also die E-Technik arbeitet hier definitiv mit. Okay. Ja, ich würde sagen, für uns Petrol-Heads, also für mich wäre es trotzdem definitiv nichts. Das ist zwar hier so ganz cool, so ein bisschen rumzurollen, aber ich brauche einfach das Geräusch. Ja, klar. Wann sollen wir dir einbauen? Was? Wann sollen wir dir einbauen? Geht ganz nett, ne? Batterie leer. Ach nö, gibt einen Stecker zum Laden. So, also, was auf jeden Fall cool ist, ist dieser Bereich, ich gehe vom Gas. Das Ding rollt erstmal an, als Elektro. Und dann geht wirklich nahtlos der Benziner über. Ja, das stimmt, das haben sie gut hingekriegt, ne? Also das ist schon, das gefällt mir. Also zum Rangieren mit dem, also ich glaube, das Idealkonzept wäre wirklich Elektro, so ein bisschen zu rangieren, auf den Trailer fahren, wenn der laute Auspuff mal wieder in der Nachbarschaft irgendwie nicht gewollt ist. Oder für dieses Kick-In beim Reintreten und dann der Benziner. Ja. So, wir wollten aber euch eigentlich auch gar nicht groß ein Fahrvideo heute geben, sondern eigentlich feiere ich persönlich nur, dass es tatsächlich noch Azubi-Projekte gibt, die in Richtung Tuning, Karosseriebau und so weiter gehen. Ich finde es mega geil, was die Jungs da gebaut habt. An dieser Stelle an die 13 Personen nochmal von meiner Seite aus, ich glaube von deiner auch. Definitiv, ja. Vollsten Respekt als erstes Projekt in der Ausbildung, habt ihr auf jeden Fall gut gemacht. Danke, dass wir dieses Auto fahren durften und ich denke mal, das Auto wird man in der Szene auf jeden Fall noch ein paar Mal sehen, vielleicht am Wörthersee. Mhm. Wenn ihr das Auto irgendwo seht, quatscht die Jungs ruhig an, sind offen für alles und zieht euch ein bisschen die Details rein. Lohnt sich. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.